Casino-Outfit, der perfekte zum Gewinnen. Der Abend in einem Casino kann besonders für Menschen, die das erste Mal eins besuchen, sehr aufregend sein. Einige Spielbanken setzen einen bestimmten Dresscode voraus. Meistens für die Männer, doch auch Frauen sollten natürlich nicht in Jogginghose auftauchen. Wie also wappnet man sich, neben dem Geld, das man einsetzen will, für einen Besuch im Casino, um nicht unangenehm aufzufallen? Cocktailkleid und Federboa sind Bestandteile eines Casino-Besuchs, jedenfalls laut Filmen. Doch muss es wirklich so aufwendig und glamourös sein, damit man hereingelassen wird? Nein. Denn wichtig ist vor allem, dass man ordentlich aussieht. Kleidung mit Flecken, Knitterfalten oder gar Löchern ist daher selbstverständlich keine Option. Wir zeigen Ihnen, wie Sie im Casino garantiert Eindruck machen. Kleider sind immer eine gute Idee, um im Casino zu punkten, jedenfalls was das Outfit betrifft. Schwarz ist dabei die beliebteste Farbe, schließlich kann man sie mit allen möglichen Accessoires kombinieren und sieht dabei immer schick aus. Wer sich nicht sicher ist, sollte also zu dieser Farbe greifen. Doch nicht nur Schwarz ist im Casino erlaubt. Auch andere Farben dürfen dort getragen werden. Wie wäre es beispielsweise mit einem eleganten Grün? Zusammen mit etwas Goldschmuck kreieren Sie so ein auffallendes Outfit, das etwas mehr Lebensfreude versprüht als Schwarz. Neben Kleidern sind auch Röcke eine gute Wahl für einen Besuch im Casino. Wichtig sind hierbei die Stoffe. Denn Satin, Samt, Chiffon oder gewebte Baumwolle wirken viel glamouröser als Leinen. Bei der Länge haben Sie auch soweit freie Wahl, denn von Mini bis Maxi geht beinahe alles. Ein Evergreen ist beispielsweise ein Midi-Silk-Skirt oder ein Mini-Rock mit Knöpfen als Verzierung. Als Oberteil eignet sich neben einer Bluse auch ein Rollkragenpullover aus Jersey oder ein simples schwarzes T-Shirt mit einem Rundhals- oder Karmenausschnitt. Ein Body ist ebenfalls eine gute Alternative und auch noch sehr praktisch, denn ein Verrutschen des Oberteils ist quasi ausgeschlossen. Wer weder Kleider noch Röcke mag, kann auch auf eine Hose zurückgreifen. Jeans sind eher untypisch, können aber auch, wenn sie schwarz oder dunkelblau sind, getragen werden. Dann aber vorzugsweise mit einer ebenfalls dunklen Bluse oder einem Blazer dazu. Eine weitaus bequemere Alternative dazu sind Stoffhosen. Die sind wegen ihres leichten Stoffes weniger einzwängend und sehen auch noch eleganter aus. Farblich sind sie hier auch weniger gebunden, obwohl schwarz ebenfalls eine gute Wahl ist. Beige, braun oder blau sind aber auch immer willkommen. Für das Oberteil eignet sich auch hier eine Bluse, doch in Kombination mit einer Stoffhose kann das schnell nach Büro aussehen. Daher ist ein klassisches, eng geschnittenes Oberteil auch hier die beste Wahl. Ob mit Rollkragen, Rundhals, Karmen oder Bardot-Ausschnitt hängt ganz von ihren persönlichen Vorlieben ab. Während es Frauen meistens freigestellt ist, wie sie im Casino auftauchen, gibt es in vielen Spielbanken für Männer eine vorgegebene Kleiderordnung. Doch wie sieht die genau aus? Fakt ist, kurze Hosen und Jogginghosen sind nicht gerne in einer Spielbank gesehen. Lieber greifen Sie auf einen Anzug zurück, den Sie mit einem Hemd oder einem T-Shirt kombinieren. Oder Sie wählen eine Stoffhose, zu der Sie ein Hemd stühlen. Dann sind auch Sneaker kein Problem. Cocktailkleid und Hochsteckfrisur sind absolut nicht nötig, wenn es ins Casino gehen soll. Wer seinen Haaren dennoch eine kleine Aufmerksamkeit schenken will, der greift am besten auf Haaraccessoires wie Haarreifen, Klammern oder Scrunchies zurück. Mit letzterem können Sie schlichte und elegante Frisuren wie einen Dude kreieren. Mit Klammern können Sie Ihr Haar im Halbzopf oder komplett hochstecken, sehen damit aber nicht zu offiziell aus. So kommen auch größere Ohrringe, die Sie zu Ihrem Outfit kombinieren, besser zur Geltung. Ein Haarreifen hingegen ist das richtige Haaraccessoire, wenn Sie nicht viel verändern und vor allem keinen großen Aufwand betreiben wollen, aber dennoch eine andere Frisur haben wollen. Kann man überhaupt den falschen Schmuck im Casino tragen?
Eigentlich nicht, doch wer wegen verschiedener Filmszenen der Meinung ist, dass Bling Bling hier die Antwort ist, der täuscht. Weniger ist mehr ist hier das passende Sprichwort. Statt mit einem Collier, großen Kristallohrringen und einem glitzernden Diamantring dort aufzutauchen, sind zurückhaltende Schmuckstücke viel eleganter. Wählen Sie größere goldene Ohrringe. Verzichten Sie am besten auf eine Kette und runden den Look mit einer Uhr und maximal drei Ringen ab. Ein kleines Armband schadet auch nicht. Wollen Sie lieber Ihren Hals betonen und eine Kette tragen? Setzen Sie auf kleine Ohrringe, am besten Kreolen, und kombinieren Sie dazu ein passendes Armband und mehrere zarte Ringe. Einige Links in diesem Artikel sind kommerzielle Affiliate-Links. Wir kennzeichnen diese mit einem Warenkorb-Symbol. Kaufen Sie darüber ein, werden wir prozentual am Umsatz beteiligt. Genaueres dazu erfahren Sie hier.